Und das sind wir auch schon wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask Part 85. Und ja, natürlich war der letzte Part noch nicht der letzte Part. Ich hab's ja des Öfteren schon mal ein klein wenig angedeutet. Wir begeben uns natürlich noch auf die Suche nach allen Herzteilen, die verbleiben. Und ja, ein klein wenig nachgedacht. Ich habe mich mäßig drauf vorbereitet, könnte man sagen. Und ich würde einfach mal grob behaupten, wir ja, sammeln erstmal die nervigsten Herzteile ein, beziehungsweise bereiten diese vor, die am meisten Arbeit denn generieren würden für uns. Und ja, ich bin halt eher der Typ. Das, was mir überhaupt nicht gefällt, mache ich als erstes. Und dann habe ich danach immer ja, die chilligere Variante noch vor mir. Würde mich auch mal interessieren, was ihr denn so macht, wenn ihr zweierlei Sachen habt. Macht ihr lieber erstmal das, was euch Spaß machen könnte, oder begebt ihr euch dann ja auf die Arbeit des leichten Weges? Ja, würde mich einfach mal interessieren. So, wir aber ganz geschwind in ein kleines Loch hier gesprungen. Zack! Uiuiuiui. Wollen wir hier ein kleines Minispiel wagen bei einem Dekohändler? Und dieses müssen wir jeden Tag einmal absolvieren. Zack, so, hier einmal die Maske des kleinen Dekokerls aufgesetzt. Yay, wollen wir ja hier einmal mit dem kleinen Händler reden. Wie wär's? Wird das Kindchen spielen? Ein Spiel kostet 10 Rubine. Oh, ja, dann lieber doch nicht. Denn ja, vielleicht habe ich da mal wieder eine Kleinigkeit außer Acht gelassen. Gut, wir setzen uns die Löffel wieder auf den Kopf und gehen einmal ganz kurz zur Bank. Und haben dann natürlich hier ein klein wenig Zeit verplempert. Gut, aber wir wollen mal sehen, wie viele Herzteile wir in den 3 Tagen hier einsammeln können. Am besten wären natürlich alle. Weil wir ja dann nicht immer so viele Sachen vorbereiten müssen. Weil wenn wir die Zeit zurückdrehen, ja, hat ja alles wieder seinen Ursprungszustand. Was ein klein wenig traurig dann wäre. Aber gut, ich bin zuversichtlich, wir werden das hier, denke ich mal, schnell abschließen. Und während wir im letzten Part ja die 3 Tage da überbrücken mussten, beziehungsweise ich alleine, habe ich die Zeit genutzt und hier ein klein wenig Rubine gefarmt und die natürlich zur Bank gebracht. Und wir besitzen 4300 Rubine und das war super einfach und ging super schnell und ich werde euch natürlich später noch zeigen, wie das denn geht. So, wir heben hier erstmal ja, 200 Rubine ab. Ich denke mal, das dürfte genügen für Sachen, die wir hier machen müssen. So, 4100 Rubine noch auf unserem Konto. Wollen wir wieder die Beine in die Hand nehmen und den Weg hier entlang laufen. Haben in dem Part natürlich noch nichts geschafft, noch kein einziges Herzteil eingesammelt. Aber Leute, die Zeit wird kommen, wo sich unsere Arbeit rentieren wird und wir mit Herzen nur so überschüttet werden. Yay! Weil, ja, wenn wir jetzt im ersten Part die ganzen Kackdinger hier abgearbeitet haben, können wir in den nächsten Parts einfach ganz gemütlich ein Herzteil nach dem anderen einsacken. So, deswegen erstmal hier den steilen Hügel erklimmen, damit wir danach mit unserem Popo gemütlich runterrutschen können. So, einmal wieder die Dekoschale auf unser Antlitz gepappt. Wollen wir hier mit dem kleinen Dekohändler noch einmal ganz kurz quatschen, ja. Wir haben jetzt auch die 10 nötigen Rubine. Also gut, benutze diese Dekoblume. Viel Spaß. Willst du uns nicht nochmal erklären, wie das Spiel denn geht? Schaffst du es innerhalb der aktuellen Bestzeit, alle Rubine einzusammeln, erhältst du einen Sonderpreis. Aber wenn du auch nur ein einziges Mal abstürzt, ist das Spiel vorüber. Der heutige Rekord liegt bei 1 Minute und 15 Sekunden. Versuche in noch kürzerer Zeit alle Rubine einzusammeln. Gut, schlüpfe die Dekoblume. Das Spiel beginnt in dem Moment, in dem du herausspringst. Bum, 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 bum. Ich mag die Musik. Und gut, dort hinten haben wir ein paar Rubine. Wir wollen direkt einmal hinfliegen. Ich hoffe, wir ja, schaffen den weiten Weg bis dorthin. Ansonsten hätten wir direkt alle schon mal verkackt. Und das wäre natürlich suboptimal. Wunderbar. Den ersten Rubin hätten wir schon mal eingesammelt und wir fliegen. Nein! Scheibenkleister, die blöde Platte. Okay, muss ich mir merken. Wir dürfen erst herabspringen, wenn wir den höchsten Punkt erreicht haben. Du kannst es probieren, so oft du willst. Oder besser, solange deine Rubine reichen. So, komm mal hier heraus, du kleiner Schinker. Wie wär's mit einem kleinen Spielchen? Ja, wir probieren das Ganze natürlich direkt noch einmal. So, geh mal weg hier. Wir wollen nämlich hier herein. Ja, ja. Bla, 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 blub. Wiederhol dich doch nicht 100 Mal. Wir haben kein Kurzzeitgedächtnis von einer Fruchtfliege und können uns, ja, gewisse Informationen auch ein
längeren Zeitraum behalten. So, hier einmal gelandet. Wunderbar, kein Problem für uns. Wollen wir natürlich hier direkt weitermachen. Und raus hier, aus der kleinen Blume. Und gelandet, zielgenau auf der kleinen Plattform. Wunderbar. Und ab zur nächsten kleinen Plattform. Schnell, bevor die Platte wiederkommt. Nein. Zack, sehr schön. Ein weiterer Rubin für uns. Die Hälfte der Zeit ist gleich schon um. Oh nein, das war kacke, kacke, kacke. So, hier noch einmal abtauchen. Und auftauchen. Link, jetzt mach doch mal vernünftig hier. Dankeschön. Wunderbar. Auf die nächste kleine Plattform wollen wir ganz geschwind landen. Und dann wollen wir uns dort hinten den blauen Rubineimer einsammeln. So, und zwar genau jetzt. Wunderbar. Geh da runter, kleine Plattform. Vielen Dank. Und zack. Sehr schön. So, Link, einmal eintauchen, schnell. Wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. So, und raus mit uns. Hoffentlich schaffen wir den kleinen Abstand bis noch dort hinten. Aber es ist ja eigentlich ein relativ einfaches Minispiel hier am ersten Tag noch. Wunderbar. Gut, es ist vorbei. Uiuiuiui, direkt so viel Stress am Anfang, aber gut. Wow, das ist ein neuer Rekord. Nimm dies. Badadada, mein purpurner Rubin. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 50 grüne Rubine. Du strahlst vor Freude. Nein, der Deko schaut traurig, aber egal. Das muss ich mir notieren. Wie war dein Name, Kindchen? Xerox, ein höchst ungewöhnlicher Name für ein Deko. Aber schau morgen nochmal rein, falls du es einrichten kannst. Ja, wir werden es in unser kleinen Terminkalender einfach mal reinschreiben. Und wir sehen uns irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal wieder. Yay! Aber erstmal raus wieder aus der kleinen Höhle. Wollen wir uns um, ja, das nächste kleine Ereignis kümmern. 7:30 am Morgen haben wir. Allzu viel Zeit, also noch gar nicht mal so verplempert. Wunderbar. Wir laufen den Weg hier entlang und wollen uns dann um eine weitere Kleinigkeit kümmern. So, nämlich gibt es hier ein Minispiel, das wir auch jeden Tag einmal absolvieren müssen. Und zwar hier bei den kleinen zwei Liebenden. Spielecenter, Liebling und Schätzchen. Hallöchen! Ich glaube, wir haben einen Besucherliebling. Ob das wohl ein Kunde ist, Schätzchen? Oh, möchtest du einen Versuch wagen? Die Krabbelminenschießbude ist den ganzen Tag über geöffnet, nicht wahr, Schätzchen? Ein Spiel macht 10 Rubine. Wir wollen natürlich ein Spielchen wagen. Triff jedes Ziel mit einer Krabbelmine. Du hast so lange Zeit, bis unser Tänzchen vorbei ist. Fällst du allerdings herunter, ist das Spiel vorbei, stimmt, Schätzchen? Bist du bereit? Lass die Musik spielen! Düdel, 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 düdel. Yeah, die Musik. So, und wir mit unseren Krabbelminen wollen natürlich diese kleinen Zielpunkte erwischen. Und ja, ich bleib einfach hier die ganze Zeit stehen und drück wie ein bekloppter B. So, oh, wir können erstmal nicht mehr B drücken. Wunderbar, drücken hier noch einmal B. Nein! Link, mach schneller. Wunderbar. Und noch ein weiteres Mal B. Zack, zack. Nein, die haben wir verpasst. Hilfe! Nein, schnell einmal zurück. So. Auf die Startposition, noch einmal gestellt. Ah ja, doch, getroffen. Wunderbar. Machen die Krabbelminen genau das, was sie sollen. Ihr Ziel treffen. Wunderbar. Ey, komm schon. Das kann es hier doch nicht geben, dass wir einfach das kleine Zielchen nicht treffen. Oh, oh, nur noch 20 Sekunden. Die Zeit wird ganz knapp gerade. Ah, Link, lass die Krabbelminen los. Oh nein, das war doch schon einigermaßen gut. Aber knapp vorbei ist halt nicht getroffen. Nur noch 10 Sekunden. Verdammt. Wir werden es wohl gleich noch einmal versuchen müssen. Link, Link! So, eventuellerweise, ja, hätte man es auch einmal mit Zielen versuchen können. Schade. Ein sehr kurzes Tänzchen für zwei Liebende, wie ich denn finde. Aber wir haben natürlich genug Rubine und probieren das Ganze einfach noch ein weiteres Mal. Wunderbar. Ja, komm schon, jetzt labert uns hier nicht die Backen voll. Wir wollen einfach nur noch einmal ein Spielchen wagen, denn wir sind der Sucht verfallen. So, auf einen weiteren Versuch lassen wir es natürlich ganz prompt ankommen und ich, ja, hab eigentlich nichts gerade an der Taktik geändert, wie man sieht. Einfach blind drauf los. Wunderbar. Am besten überhaupt nicht mehr bewegen und weitere kleine Krabbelminen den Weg entlang pfeffern. Seht sie euch an, wie sie ihr Ziel einfach nur so finden. Wunderbar. So, auf einen weiteren Versuch. Hey, nein, den irgendwie zu treffen schaffe ich nie. Warum denn nicht? Wunderbar, ein Treffer für uns. Und dann wollen wir natürlich hier direkt den nächsten Treffer einheimsen. Komm schon, Link. Ziel doch einfach mal ganz genau da drauf. Nein, das war verkackt wieder mal. Link!
Ich mag das Minispiel nicht. Es ist so nervig. Ah, wunderbar, getroffen. So, wie viele fehlen denn jetzt noch? Nur noch 14 Sekunden und zwei kleine Zielscheiben, wie es denn den Anschein nach hat. Nein, Link, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Natürlich alle mal wieder souverän daneben. Okay, wir werden es wohl noch einmal versuchen müssen. Das war es. Ich hab gesehen, dass es das war. Das müsst ihr mir nicht extra, ja, sagen. So. Ja. So, wir versuchen das Ganze natürlich noch einmal. Wie sagt man denn so schön, aller guten Dinge sind drei? Wunderbar, so, vielleicht sollten wir es jetzt wirklich mal mit Zielen versuchen und genau jetzt absetzen. Ja, das bringt's natürlich voll, wie wir gerade sehen. So, wir laufen ja einfach den Weg entlang und Link macht irgendwie nicht das, was er soll, nämlich nicht treffen. Verdammt, bin ich denn so schlecht? Wir schaffen das aber, glaube ich, bin mir sicher. So, wir wollen hier natürlich nochmal nachsetzen. Hauen eine Krabbelmine nach der anderen raus. Welche Zielscheibe hat noch nicht und welche will nochmal? Ach komm schon. Es hätte doch auch ein Treffer sein können. Yay! Kleine Krabbelminen mit Zielfunktion, Wärmesensor. Die wären natürlich jetzt ganz praktisch, aber gut, müssen wir uns auf unser Geschick verlassen und wollen hier eine kleine Zielscheibe nach der anderen vernichten. Das war daneben, aber das ist die letzte. Die letzte! Leute, die letzte kleine Zielscheibe! Komm schon! Boah, nein! Treff doch einfach nur noch die Zielscheibe, Link! Ja! Wunderbar! Ein perfektes Spiel haben wir dorthin gelegt. Sehr schön, sehr schön. So, unser Preis. Bitte einmal ganz geschwind. Hast du das gesehen, Liebling? Das war perfekt. Wir werden unser Glück mit ihm teilen, Liebling. Und wir haben einen purpurnen Rubin erhalten. Mal wieder. So, und wir wollen natürlich den Laden hier prompt wieder verlassen. Yay! Nehmen die Beine in die Hand. Und wollen uns jetzt um eine weitere Kleinigkeit einmal schnell kümmern. So, wir begeben uns zum Observatorium und starten damit, ja, die nächste nervige kleine Quest. Und werden damit noch kleine Quests machen, die wir auch nur am ersten Tag erledigen können. Wir ziehen unsere Maske aus. So, und dürfen ihnen dem Code sagen. Nein, kleiner Stinker. So, jetzt lass uns doch mal kurz. Ja, 4, 1, 2, 3 und die 5. Was? Okay, dann war es doch ein kleiner anderer Code. Moment, dann war es 1, 4, 2, 3, 5. 1, 4, 2, 3 und die 5. So. Vielen Dank. Wir dürfen passieren, wollen uns zum Observatorium ganz schnell begeben und uns die Mondträne nochmal aneignen. Lang, lang ist's her, da haben wir sie gebraucht. Aber gut, wir nehmen natürlich die Beine in die Hand und laufen den ganzen Weg hier entlang und haben schon 9 Uhr vormittags, wobei die Zeit eigentlich auch schon langsam am Laufen ist, habe ich nämlich ja vor Aufnahme des Parts noch ja, eingestellt. Dass die Zeit langsam verläuft, aber irgendwie entrinnt sie uns doch aus unseren kleinen Händen. So. Wir haben natürlich keinen Pfeil und Bogen dabei, müssen uns also dieser kleinen Dekomaske bedienen und den Luftballon hier einmal abschießen. Wir haben keine Magie, das ist suboptimal. So, Link, zieh mal wieder die Maske aus hier. Keine Zeit für irgendwelche Verschwendereien. Hier haben wir Magie. Wunderbar. Einmal wieder die Dekomaske aufgezogen. Zack. Wollen wir den Luftballon zerstören. Zack. Und wir wollen als Link wieder die Löffel auf den Kopf setzen und... Oh, was war das denn? Geben hier einmal ganz prompt Gas. Wunderbar. Und ja, mal schauen, wie viele Parts wir brauchen. Ich würde schätzen, 8 Parts. Bis wir alle Herzteile gesammelt haben, denn es ja, wird doch ziemlich zeitaufwendig. Aber wahrscheinlich werden es sogar mehr als 8 Parts sein. Sagen wir mal so, ich hoffe, es sind nur 8 Parts. Hallo, alter Mann. Ja, ja, du kennst uns, genau. Wir wollen einen Blick durch dieses Teleskop werfen. Und schauen uns dort oben den Mond an, der noch ziemlich weit weg ist. Zoomen einmal auf sein Auge. Ah, nee, komm. Gut, dann müssen wir auf den Uhrturm uns richten. Und sehen dort ein kleines Horrorkit. Und eine Mondträne fällt herunter. Wunderbar. Diese brauchen wir natürlich auch. Ja, komm. Gut, wir haben alles gesehen. Hey, was soll das denn? Unerhört. Du kleiner, fieser Stinker. Aber gut, wir wollen noch mal eine Kleinigkeit ausprobieren. Ich weiß gerade nicht, ob das schon geht, aber ich glaube noch nicht. Ach doch, es geht schon. Wunderbar.
dann hätten wir das auch schon mal getriggert. Wir wollen diesem kleinen Deko-Kerl einfach mal hinterher schauen. Dann müssen wir später hier nicht nochmal hinkommen. Sehr praktisch, wie ich gerade finde. So, mit seinen Taschen voller Krimskrams fliegt er hier den Weg entlang. Yay! Wo will er denn nur hin? Der kleine Laubkerl hier. Aha. Hier einmal an uns vorbei. Fliegt er hier irgendwo den Weg entlang. Da ist er. Wir wollen natürlich ganz genau schauen, wo er denn hinfliegen wird. Denn das könnte bedingt wichtig werden. Oh, da hängt irgendjemand am Baum. Oh, da ist er. Und er dreht nochmal eine weitere Runde. Da ist er. Aha, will er etwa in dieses kleine Loch? Und weg ist er, in dem kleinen Loch. Wunderbar, wollen wir uns natürlich vormerken schon einmal. Und wie war es? Hast du etwas Interessantes entdeckt? Ja, könnte man sagen. Wir haben nämlich jetzt auch eine kleine Mondträne, genau wie du, alter Mann. Und zwar, hier liegt sie, die Mondträne. Bam, du hast die Mondträne gefunden. Eine unwillkürliche Schönheit geht von diesem Edelstein aus. So, wir wollen einmal die Ocarina in die Hand nehmen. Zack, wollen nämlich dadurch ein klein wenig Zeit sparen. Und begeben uns zurück nach Unruhstadt. Und ich denke mal, ich werde ja aus den 15-Minuten-Parts jetzt hier für die Herzteilsuche immer 20-Minuten-Parts machen. Damit wir hier auch einige schaffen. Wir haben ja noch nicht mal ein kleines Herzteil eingesammelt. So, ab nach Unruhstadt, ja. Und ab dafür, zack, keine Zeit wollen wir hier verlieren und wollen natürlich die Mondträne dem kleinen Dekohändler dort unten überreichen. So, einmal die Hasenohren auf den Kopf gezogen und dann wollen wir uns hier hinstellen. Warte, einen Moment noch. Nein. So, was hast du denn hier? Dieses Privateigentum versuche nicht in meiner Abwesenheit irgendwelchen Unfug zu treiben. So, wir haben aber ein Angebot für dich. Hör doch mal. So, du suchst eine Mondträne. Und zufälligerweise haben wir genau so eine in unserem Inventar verstaut. Guck mal hier. Siehst dir an, die Träne eines Mondes. Oh, dieser Stein, du musst ihn mir geben. Als Gegenleistung gebe ich dir diese Urkunde. Du hast die Mondträne gegen eine Landurkunde eingetauscht. Oh, du hast mir wirklich sehr geholfen. Jetzt habe ich das perfekte Souvenir für meine Frau. Es ist schon lange Zeit her, seit ihre Augen den Glanz eines so wertvollen Juwels sehen durften. Die Urkunde für diesen Platz erfreut sich in Dekokreisen in ganz Tamide höchste Beliebtheit. Bla bla bla, komm halt doch die Klappe. Und jetzt müssen wir ihm zuschauen, wie er den ganzen Weg davonfliegt. Warum eigentlich? Warum dürfen wir jetzt nicht schon, ja, uns wieder auf unseren Weg machen? Und den einfach davonfliegen lassen? Wunderbar. So, wir wollen unser erstes Herzteil schon mal einsacken. Laufen dafür einfach hier kurz hoch, weil wir gerade hier schon sind. Und halten hier unser erstes Herzteil in Händen. Du hast ein Herzteil gefunden. Sammel 4 Herzteile, um einen neuen Herzcontainer zu halten. So, aber jetzt wollen wir uns direkt zu unserer nächsten Station begeben. Nämlich einmal ganz rasch in die Sümpfe wollen wir. Uns weiter um die Herzteile kümmern, die viel Arbeit uns bereiten werden. So. Einmal zu den Sümpfen des Vergessens. So, ab dafür. Wollen wir keine Zeit verlieren. Und ja, wir wissen ja, dass es hier auch einen kleinen weiteren Dekohändler gibt. Und dem wollen wir natürlich mal die Landurkunde überbringen. Und eventuellerweise interessiert er sich ja dafür. So, und danach wollen wir uns aber dann wahrscheinlich erst im nächsten Part nochmal um den ersten Endgegner kümmern. Damit wir uns, ja, den Herzcontainer aneignen können. 52 Herzteile und 4 Herzcontainer gilt es hier einzusammeln und ein Herzteil haben wir schon. Danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen an Deko. Ach ja, stimmt. Der verkauft ja auch Wundererbsen. Und ich bin immer so umständlich in den Dekopalast gelaufen. Na toll. Ich will mein Glück an einem beliebteren Ort versuchen. Aber einfach so ein Geschäft zu öffnen, das braucht man die richtige Beziehung. Du weißt, was ich meine. Dann wollen wir eventuellerweise einmal uns ja vorher noch in ein Deko verwandeln. Wer weiß, was es denn bringen mag. Eine Wundererbse können wir später bestimmt nochmal gebrauchen. So, kaufen wir uns hier noch schnell ein paar Wundererbsen.
Eigentlich möchte ich ja bla bla bli blub blub. 10 Rubine für eine Wundererbse. Ja, wollen wir natürlich ganz geschwind ausgeben. Wunderbar, ein paar Wundererbsen für uns. Und wir tätigen das Gleiche noch einmal. Erhalten hier wieder Wundererbsen. So, und das sollte jetzt aber reichen. Wir bieten ihm einfach mal die Landurkunde an. Vielleicht kann er damit wieder was anfangen. So, ja komm, bla bla bla. Einfaches Geschäft, du weißt, was ich meine. Hier, guck dir mal diesen Zettel an, den wir haben. Oh, das ist eine Landurkunde. Ich wünschte, du würdest sie mir geben. Im Austausch dafür gebe ich dir dieses Land. Abgemacht? Hey, wir haben doch noch nicht mal gesagt, dass es abgemacht ist. Aber wir haben die Landurkunde gegen eine Sumpfurkunde eingetauscht. Wunderbar. Ich gehe jetzt in die Stadt, den Rest überlasse ich dir. Und flutsch! Macht der kleine Händler sich auf den Weg. Wunderbar. Und auch ihm müssen wir wieder eine Zeit lang hinterher blicken. Komm schon, komm schon. Hau endlich ab. Wunderbar, dankeschön. Und wir wollen unser zweites Herzteil in diesem Part natürlich auch noch einsacken. Einmal hier hinauf auf das kleine Häuschen. Oh, hätten wir... Achso, doch, geschafft. Wunderbar. Ein weiteres Herzteil gefunden. Du hast bereits 2 Teile eingesammelt. Finde 2 weitere, um deine Energieleiste zu erweitern. Sehr schön. Und ja, hier oben auf dem kleinen Dächlein würde ich erstmal grob den Part beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir hoffentlich ein paar mehr Herzteile unser eigen nennen dürfen. Bis denn dann. Ciao.